Also wenn ich irgendwelche exotischen Aufträge hätte, dann könnte ich zu euch kommen, euch, das mit euch besprechen und ihr passt hier was. Sowas machen wir am besten mit den Jungs von Extended aus, mit dem Kai oder so. Okay. Der ist aber auch in dem Büro. Nee, die sind ein paar Meter weiter. Eigentlich nur richtig gut, der Paul. Und der Paul hat dermaßen viel zu tun, also bei allem Respekt, der hat keine Zeit zum Blöden. Ja, ja, okay. Also das wäre ein interessantes Pro. Das ist unser Steckenschraubenspiel. Da haben wir schon ein paar Stück hier, inklusive der DVD zu unserer Firma. Ein paar der ganzen technischen Dauerbrenner werden halt darin vorgeführt. Zum Beispiel dieser XS-Aushalter, ein Brett wie kein anderes. CV-Events generieren, so über vier Takte hinweg einfach mal den Wert schrauben, das wird automatisch gebucht und aufgezeichnet. Und du kannst das Ding halt als Rufgenerator für zyklische NFO-Schaltungen gebrauchen. Und da hast du es dann auch noch als Dreikanal-Media-Interface gebrauchen. Dass du halt sagst, hier auf Kanal 1 hast du Dark Energy, auf Kanal 2 hast du einen alten Arp und auf Kanal 3 hast du einen alten Moog. Du kannst halt über dein Computer-Interface halt einfach über drei Kanäle da reinschießen und hast das Dreikanal-Media-Interface benutzen. Allerdings entfallen halt die NFOs, weil du halt kannst nur über eine Buchse einen Befehl senden. Also versuch mal mit MIDI eine Hüllkurve auf den Oszillator zu legen. Da friebelst du dich tot. Weißt du, was für Ergebnisse gibt Hüllkurve auf dem Oszillator? Zeig's dir mal gerade. Ich habe jetzt ein Kabel, das geht von Hüllkurve 4 in den zweiten CV-Eingang vom Oszillator, Jetzt einfach mal die Intensität auf, dann muss eigentlich schon richtig losgehen. Wie gesagt, du findest uns künftig direkt über dem Kotti.